Und Und das nächste 18.704 Thema an den der steht zur Tagesordnung Debatte. abgeführten Dabei Berufe geht es um vorgeschlagen. Hilfe für Weitere Weisungsvorschläge Veranstalter, für sehe Kultur ich und nicht. Medien. Dann Denn verfahren wir momentan so. steht ja das Ich rufe auf die kulturelle Leben Tagesordnungspunkte still, abgesehen 3a von bis 3e sowie Online-Veranstaltungen. Und wenn Zusatzpunkte nun 4 bis alle, 6 die und Konzertkarten 17, zum Beispiel Beratung hatten, mehrerer jetzt dafür ihr Vorlagen zu Geld Hilfen wieder für zurückhaben Veranstalter, wollen, dann Kultur drohen und so Medien einige in der Insolvenzen. Corona-Krise. Das will die Die Aussprache Bundesregierung ist eine Dauer von verhindern 30 und hat Minuten deswegen einen vorgesehen. Gesetzentwurf Ich eröffne die vorgelegt, wie Aussprache. mit Als Gutscheinen erster erhält das umgegangen Wort werden soll. Das für wird die jetzt in der Fraktion der Debatte SPD der wahrscheinlich Kollege hier Dr. häufig Johannes Fechner. angesprochen. Es gibt auch mehrere Anträge von den Oppositionsparteien. Jetzt aber erstmal Johannes Fechner von der Präsident, liebe SPD. Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch wenn die Zahl der infizierten Menschen in Deutschland erfreulicherweise nicht mehr so hoch ist wie oder nicht mehr so stark steigt wie in den letzten Wochen und gerade mit manchen Ländern im Vergleich besser ist, haben wir nach wie vor allen Grund, wachsam zu sein und insbesondere die Veranstaltungen nicht zuzulassen, so leid es uns auch allen tut. Konzerte, Sportevents oder auch Freizeiteinrichtungen. Leider, leider müssen wir diese noch geschlossen halten, weil es darum geht, die Schutzbedürftigen in unserer Gesellschaft zu schützen. Und deswegen ist es leider erforderlich. Aber auch die Veranstaltungsbranche wird dadurch vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Und deswegen müssen wir hier handeln. Wir müssen die Veranstalter unterstützen, die Musiker, auch die Sportler und auch die Künstler und vor allem auch all diejenigen, die in der Veranstaltungsbranche tätig sind. Deswegen einen herzlichen Dank an Justizministerin Lambrecht, dass Sie so schnell dieses gute Gesetz, was wirklich helfen wird, auf die Beine gestellt haben und was wir heute hier beraten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es geht insbesondere darum, dass wir den Veranstaltern die Liquidität erhalten. Denn genau diese Finanzmittel brauchen sie jetzt, damit sie Ersatzveranstaltungen organisieren können oder neue Veranstaltungen für das nächste Jahr, um dort die Veranstaltungen jetzt leider ausfallen, nachholen zu können. Und was machen wir konkret? Wer wie ich Tickets für die Toten Hosen oder für die Ärzte ergattert hat, der könnte nach heutiger Rechtslage den Kaufpreis zurückfordern und dadurch dafür sorgen, dass bei den Veranstaltern ein erheblicher Abfluss von Liquidität und finanziellen Mitteln sein würde. Ich würde das nicht machen. Ich freue mich auf das Ersatzkonzert, wenn die Konzerte nicht stattfinden werden. Aber viele könnten das heute zurückfordern. Und genau deshalb müssen wir heute dieses Gesetz beschließen, dass nicht der Kaufpreis zurückgefordert werden kann, sondern dass es einen Gutschein gibt, der dann im nächsten Jahr oder schon in diesem Jahr für ein Ersatzkonzert oder eine andere Veranstaltung eingelöst werden kann. Das ist eine ganz wichtige Maßnahme, dass wir die Liquidität der Veranstalter erhalten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir regeln also konkret, dass die Tickets, die vor dem 8. März gekauft wurden, nicht vor Januar 2022 gegen den Kaufpreis eingetauscht werden können, sondern dass die Ticketinhaber dafür die Gutscheine bekommen, die sie dann nach freier Wahl für das Ersatzevent oder eine andere Veranstaltung einlösen wollen. Und uns ganz wichtig, wir brauchen eine Härtefallklausel, damit in den Fällen, in denen es unzumutbar ist, für den Ticketkäufer den Kaufpreis nicht zu bekommen, er schon heute den Ticketpreis fordern kann. Da werden wir im parlamentarischen Verfahren sicherlich prüfen müssen, ob wir noch präziser und genauer die Unzumutbarkeit im Gesetz definieren und regeln. Und wir wollen auch klarstellen, dass die Gutscheine nicht personenbezogen sind, sondern dass sie übertragen werden können. Und sicherlich wird uns auch die Frage beschäftigen, ob wir nicht eine Insolvenzsicherung für die Gutscheine brauchen. Auch damit werden wir uns im Gesetzgebungsverfahren beschäftigen. Wir helfen also mit diesem Gesetz nicht nur den Veranstaltern, sondern, und das möchte ich ausdrücklich noch mal sagen, all den Musikern, Künstlern und Sportlern und all denjenigen, die in der Veranstaltungsbranche tätig sind, ihre Verdienstmöglichkeiten möglichst bald nachzuholen. Denn wir wollen eben nicht, dass die Veranstalter pleite gehen. Und das wäre die Folge, wenn wir dieses Gesetz heute hier nicht machen müssten, sondern wir wollen insbesondere die Musikszene bei den vielen Festivals, die wir in Deutschland haben, ob es Wacken ist, Rock am Ring oder viele kleine Festivals, für jeden Musikgeschmack haben wir eine so lebendige Musikszene, die müssen wir erhalten. Für die wollen wir dieses Gesetz machen. Stimmen wir also diesem Gesetz heute zu. Long live Rock and Roll. Vielen Dank. Als nächster spricht für die Fraktion der AfD der Kollege Dr. Marc Jongem.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der gegenwärtige Ausnahmezustand, hervorgerufen durch das Coronavirus, erfordert außergewöhnliche Maßnahmen. Die AfD ist bereit, Maßnahmen der Regierung auch mitzutragen, wenn sie für den gesundheitlichen Schutz der Bürger oder als Nothilfe für die Wirtschaft unabdingbar sind, wenn sie regelmäßig evaluiert werden und vor allem, wenn sie zeitlich strikt befristet sind. Bei allem aber, worüber wir heute und in diesen Tagen reden, werden wir Sie an eines immer wieder erinnern, werte Regierende. Es ist Ihrem nachlässigen Umgang mit dieser Pandemie in der Anfangsphase zu verdanken, als wir bereits davor gewarnt haben und hier verlacht wurden, Ihrem Beschwichtigen und Ihrem Missmanagement, dass jetzt das ganze Land in den Ausnahmezustand geraten ist, dass uns seit Wochen elementare Grundrechte entzogen sind, sich Schuldenlöcher von hunderten Milliarden in den Haushalt fressen und dass viele Wirtschaftstreibende wie auch Kulturschaffende vor dem Ruin stehen, meine Damen und Herren. Ja, Frau Weidel hat das von diesem Pult aus gesagt. Sie haben damals gelacht, Sie lachen heute noch. Ich habe hier öfter Gelegenheit gehabt, ideologische Auswüchse im Kulturleben und vor allem in der staatlichen Kulturförderung zu kritisieren. Heute, in dieser Notlage, ist das nicht am Platz. Heute gilt es daran zu erinnern, was für die viel zitierte und zu Recht sogenannte Kulturnation Deutschland auf dem Spiel steht. Es geht wirklich an die Substanz. Das Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes analysiert laufend die Lage und stellt fest, wegen der Corona-Maßnahmen ist für die Kultur- und Kreativbranche insgesamt mit Einbußen zwischen 21,7 und 39,8 Milliarden Euro im gravierenden Szenario zu rechnen. Zur Einordnung, der Gesamtumsatz der Branche lag 2018 bei 90 Milliarden Euro, also fast die Hälfte droht hier wegzubrechen. Es geht um Opern und Konzerthäuser, Theater, Kinos, Museen, Clubs, die alle geschlossen sind oder teils vor der Insolvenz bereits stehen. Es geht um Hunderttausende sogenannte Solo-Selbstständige, Musiklehrer, Instrumentalisten, freie Journalisten, Museumspädagogen, Filmleute, bildende und darstellende Künstler, die von einem Tag auf den anderen ihr gesamtes Einkommen verloren haben, die ihre Miete nicht mehr zahlen können und für die bisherigen Fördertöpfe übrigens gar nicht greifen, weil diese eben falsch konzipiert worden sind. Für diese Gruppe soll jetzt ein sogenanntes Sozialschutzpaket installiert werden, eine Art Grundsicherung nach dem Muster von Hartz IV. Meine Fraktion wird dazu noch einen alternativen Vorschlag einbringen, der die Künstlersozialkasse ins Spiel bringt. Aber vor allem gilt doch eines, meine Damen und Herren. Diese Künstler und Kreativen wollen keine Almosenempfänger sein. Sie wollen so bald wie möglich ihre Arbeit wieder ausüben, für die sie brennen. Kultur braucht Öffentlichkeit wie die Luft zum Atmen. Und es ist doch widersinnig, ja geradezu zynisch, dass wir ihr jetzt aus Angst vor physischen Lungenschäden im übertragenen Sinn die Luft abschneiden und sozusagen das Kulturleben zum Ersticken bringen. Das darf nicht sein. Die Koalition hat heute eine Gesetzesänderung eingebracht, wonach, es wurde soeben ausgeführt, Eintrittskarten zu Konzerten, Theaterstücken, auch Sportveranstaltungen, die jetzt wegen Corona nicht mehr stattfinden können, nicht zurückgezahlt werden müssen von den Veranstaltern, sondern in Form von Gutscheinen vergütet werden, die die Kunden dann später einlösen können. Eine durchaus sinnvolle Notmaßnahme, um akut Insolvenzen zu vermeiden, die wir als AfD-Fraktion im Wesentlichen auch unterstützen. Aber wir müssen doch bitte sehen, dass das nicht viel mehr als Symptombekämpfung ist und das Problem damit nur in die Zukunft verschoben wird. Nein, meine Damen und Herren von der Koalition, sorgen Sie bitte dafür, dass all diese Institutionen möglichst bald wieder öffnen dürfen. Und das flankiert natürlich von den gebotenen Hygienevorschriften, Abstandsregeln, Schutzmasken und so weiter, dass Kulturleben wieder Fahrt aufnimmt. Die kulturelle Infrastruktur in Deutschland droht sonst irreparablen Schaden zu nehmen. Und das ist Ihre Politik vor allem, die das zu verantworten hat. Und wenn das jetzt eine Öffnungsdiskussionsorgie war, die Frau Merkel ja verbieten will, sei es drum, wir müssen uns jetzt in diese Orgie stürzen und diese Diskussion jetzt führen, denn auch hier gilt wie immer, die Politik der Alternativlosigkeit führt zu nichts Gutem. Vielen Dank. Marc Jongen war das, der Sprecher für Kultur und Medien der AfD-Fraktion. Auf ihn folgt Jan-Marco Lutschak, er Sprecher für Recht und Verbraucherschutz der CDU-CSU-Fraktion. Herr
Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Das Coronavirus, das hat unser Land fest in der Hand, auch wenn wir erfreuliche Zahlen jetzt langsam bekommen bei den Infizierten. Die Folgen für die Gesundheit der Menschen, die sind massiv, auch für die persönliche Freiheit der Menschen, aber eben auch für die Wirtschaft. Und diejenigen, die in besonderer Weise unter der Corona-Pandemie leiden müssen, das sind die Veranstalter von Kulturevents, von Theaterveranstaltungen, von Musikfestivals oder auch im Sport. Die sind in besonderer Weise besonders hart davon getroffen. Und das gilt für das Rockfestival Wacken Open Air, das gilt für die Bayreuther Festspiele, es gilt aber auch für die Bundesliga. All diese Veranstaltungen mussten abgesagt werden wegen der Kontaktsperren, die wir ergreifen und verhängen mussten, damit wir die Infektionszahlen ein Stück weit runterbekommen. Und das hat natürlich massive Folgen, nicht nur was die aktuellen Einnahmen anbelangt, sondern es führt natürlich auch dazu, dass absehbar auch kein Umsatz mehr gemacht wird. Bis zum 31. August werden die Großveranstaltungen verboten sein und all das, was Theater, was in den öffentlichen Bereich ist, was in Häusern stattfindet, das wird auch nicht stattfinden können. Und deswegen sind viele Veranstalter jetzt in der schwierigen Situation, dass sie vor dem Wirtschaftlichen ausstehen. Und wenn jetzt noch hinzukommt, dass die Verbraucher, die Kunden, ihre Ticketpreise zurückverlangen, das können sie nach dem aktuellen Recht, dann wird es sehr schnell so sein, dass viele Veranstalter das Handtuch werfen müssen. Viele werden in das Wirtschaftliche ausgedrängt und müssen Insolvenz anmelden. Und die Folge wäre ein wirklich radikaler Kahlschlag im Bereich der Kultur, im Bereich des Sports und auch in der Kunstlandschaft. Und das ist unser Anliegen als Große Koalition, dass wir das verhindern. Und unser Weg, das zu erreichen, das ist die Gutscheinlösung. Der Kollege Fechner hat ja die wesentlichen Dinge hier schon adressiert, worum es geht. Uns geht es darum, dass wir die kulturelle Vielfalt, die sportliche Vielfalt, dass wir die in unserem Land erhalten, zum einen und zum anderen aber auch die Kunden, die Verbraucher vor Schaden bewahren. Und uns ist als Unionsfraktion ganz bewusst, das ist ein tiefer Eingriff. Das ist ordnungspolitisch nicht ganz unproblematisch, dass wir jetzt statt der Rückerstattung, was die Kunden normalerweise verlangen könnten, jetzt einen Gutschein ausreichen, die Möglichkeit eröffnen, einen Gutschein auszureichen, der bis zum 31. Dezember 2021 gelten soll, der sich dann in einen Rückerstattungsanspruch umwandelt. Das ist ein Eingriff in ein bestehendes Vertragsgefüge. Das ist nicht unproblematisch. Da muten wir den Menschen schon einiges zu. Ich finde, die einzige Rechtfertigung, die dieser Ansatz trägt, ist, dass wenn die Verbraucher jetzt alle von ihrem Rückerstattungsanspruch geltend machen würden, ich hatte das gerade erwähnt, dann würde das zwingend dazu führen, dass viele Veranstalter Insolvenz anmelden müssten. Und dann würden die Verbraucher am Ende ja auch mit leeren Händen dastehen. Sie hätten dann einen Rückerstattungsanspruch auf dem Papier. Sie könnten ihn aber am Ende nicht durchsetzen. Und das ist unser Anliegen, dass wir das jetzt zeitlich nach hinten schieben, dass wir Luft geben für wirtschaftliche Entwicklung, für wirtschaftliche Entspannung, dass am Ende die Verbraucher zum einen nicht mit leeren Händen dastehen und dass wir vor allen Dingen die vielen Veranstalter im Bereich der Kultur, des Sports und in den anderen Freizeiteinrichtungen, dass wir die schützen. Aber es ist richtig, und ich freue mich, dass der Kollege Fechner das erwähnt hat, wir müssen im parlamentarischen Verfahren an ein paar Dingen, glaube ich, noch Veränderungen vornehmen. Die Härtefallregelung, das war uns als Union besonders wichtig. Darauf haben wir gedrungen, dass das aufgenommen wird in das Gesetz. All diejenigen Verbraucher, die jetzt selbst aufgrund der Corona-Krise in wirtschaftliche Existenznot geraten sind, die sollen jetzt schon die Möglichkeit haben, sich die Tickets erstatten zu lassen. Die wollen wir also nicht darauf verweisen, diesen Gutschein nehmen zu müssen. Und ich glaube, da müssen wir auch im Gesetzestext, nicht nur in der Gesetzesbegründung, noch klarer die Voraussetzungen herausarbeiten. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, es wird natürlich auch viele Menschen geben, die sagen, ich nehme zwar den Gutschein, aber ich will ihn am Ende nicht mehr einlösen. Ich möchte ihn möglicherweise verkaufen, möchte ihn verschenken. Also die Handelbarkeit, die Übertragbarkeit des Gutscheins, auch das ist etwas, was wir im Gesetzgebungsverfahren noch regeln müssen. Unter dem Strich, meine Damen und Herren, ich glaube, es ist ein schwieriger Kompromiss. Es ist aber ein vertretbarer Kompromiss, weil am Ende alle Interessen fair berücksichtigt werden. Und deswegen glaube ich, dass wir mit den Änderungen im parlamentarischen Verfahren, die wir noch anstreben, am Ende ein gutes Gesetz vorlegen würden. Und dafür bitte ich Sie um Unterstützung. Vielen Dank. Und er wartet schon. Jürgen Martens von der FDP möchte sprechen, muss aber warten, bis er aufgerufen wird. Können Sie mich hören? Das Mikro geht nicht an. Also wir haben, jetzt geht's an.
Jetzt ist wieder da. Der Kollege Dehm erhält eine Gelegenheit für eine Kurzintervention. Erst gibt es eine Kurzintervention aus der Linksfraktion. Danke, Herr Präsident. Herr Lutschak, ich wollte Sie, Sie waren so in Fahrt, dass Sie das nicht gesehen haben. Ich wollte Sie eigentlich fragen, was Sie denn davon hielten, wenn die Konzertveranstalter, Sie wissen, dass ich aus diesem Bereich komme, an einen runden Tisch mal gebeten werden, mit denen, die interessiert in den Fraktionen sind, die auch Vorerfahrungen haben, um ihre Sorgen noch ein bisschen tiefgreifender zu diskutieren. Ich sage Ihnen nur eins, es kam ein Konzertveranstalter zu mir und sagte, ihr im Bundestag kriegt das hin, mit 2 Meter Abstand oder ein bisschen weniger zu sitzen hier, aber in einem Fußballstadion, das wir mieten würden für ein Rockkonzert, könnten wir diese Abstände auch gewährleisten. Was wäre von der Idee zu halten? Das sollte man eigentlich auch miteinander diskutieren können, mit den Betroffenen, meine ich, und nicht nur über die Betroffenen, das kann zu sinnvollen Ergebnissen führen, aber mit ihnen gemeinsam ist in diesem Falle besser. Lieber Herr Kollege Dehm, also ein runder Tisch, der ist natürlich immer gut. Und Sie können sich sicher sein, dass wir natürlich auch mit denjenigen gesprochen haben, für die wir jetzt eine Regelung treffen. Aber Sie haben natürlich recht. Ein Konzert, das hat ganz andere Voraussetzungen als entweder, ich darf mal den Kollegen Fechner zitieren, Long Live Rock'n'Roll. Ich stelle mir jetzt mal so Wacken Open Air vor, wie man dort sozusagen Abstandsregelungen einhalten will, wenn dort alle gemeinsam Headbanging machen wollen. Ich glaube, das wäre ein wenig schwierig zu gestalten. Und deswegen haben wir versucht, eine Regelung zu finden, die möglichst allen verschiedenen Branchen, alle verschiedenen Sparten, dass das möglich denen auch gerecht wird. Natürlich gibt es im Einzelfall immer auch Möglichkeiten, es anders zu gestalten. Aber ich glaube, dass wir die Möglichkeit eröffnen, Gutscheine auszureichen, das schließt ja auch nicht aus, dass man andere Lösungen findet. Aber ich glaube, dass wir die Veranstalter insgesamt von der Insolvenz damit bewahren wollen, weil es gibt eben auch viele andere, die das nicht können. Das ist, glaube ich, ein richtiger Ansatz. Und deswegen können wir trotzdem miteinander reden. Vielen Dank. Wir fahren fort in der Debatte. Das Wort hat für die Fraktion der FDP der Kollege Dr. Jürgen Martens. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ja, wir machen uns Sorgen um die Veranstalter, um die Kulturschaffenden, die hier von diesem Gesetz, wie die Bundesregierung meint, profitieren sollen. Herr Fechner hat gesagt, es ist ein gutes Gesetz. Es ist ein Gutscheingesetz. Ein anderer meinte, es ist ein gutes Scheingesetz, meine Damen und Herren. Denn einer der Grundsätze unseres Zivilrechts lautet, Leistung wird getauscht gegen Leistung. Und in diesen Fällen ist jemand bereits in Vorleistung getreten, nämlich der Kunde beim Kauf von Tickets. Er hat dem Veranstalter ein Darlehen gegeben. Jetzt kommt auch noch dazu, dass er den Anspruch auf die Leistung verlieren soll, weil Veranstaltungen abgesagt werden. Das kann man nachvollziehen. Aber was passiert stattdessen? Sein Rückzahlungsanspruch wird in ein Zwangsdarlehen umgewandelt. In ein Zwangsdarlehen, obwohl er bereits in Vorleistung getreten ist. Herr Lutschak hat selbst gesagt, das sei rechtspolitisch schon bedenklich. Meine Damen und Herren, wir halten dies für rechtspolitisch kaum erträglich, zumal es andere Wege gibt, den Veranstaltern tatsächlich wirtschaftlich zu helfen und Insolvenzen zu vermeiden. Das tut nämlich dieses Gesetz nicht. Dieser Gutschein, meine Damen und Herren, ist befristet bis 31.12.21. Spätestens dann, ab 01.01.22, muss gezahlt werden von den Veranstaltern. Jedenfalls von denen, die nicht bis dahin in Insolvenz geraten sind. Und dann wird der geneigte Kunde feststellen, dass diese Gutscheine praktisch wertlos geworden sind, denn sie sind in keiner Weise besichert und sie sind auch nicht insolvenzfest. Und dann wird der Kunde feststellen, was es bedeutet, eine kleine Forderung beim Insolvenzverwalter geltend zu machen und vor allen Dingen, wie lange das dauert und was dann dabei rauskommt, meine Damen und Herren. Man mag es als bittere Ironie empfinden, aber dieses Fälligkeitsdatum liegt dann zufälligerweise erst nach der nächsten Bundestagswahl. Aber ich will nicht unterstellen, dass das hier irgendeiner beabsichtigt. Wir haben eine andere Vorstellung. Wir möchten, dass diese Zwangsgutscheine nicht verteilt werden. Übrigens, die Kommission hat im Bereich des Reiserechts klar schon und deutlich erkannt, dass sie dort Zwangsgutscheinen nicht zustimmen wird. Und wir wollen es auch nicht. Wir wollen, dass wir die Verbraucher fair behandeln
Und wir wollen zugleich, dass die Unternehmer, die Veranstalter eine reale Chance haben, der Insolvenz zu entgehen, nämlich indem wir den Wirtschaftsstabilisierungsfonds auch für solche Unternehmen öffnen, die im Bereich der Veranstaltungs- und Kulturwirtschaft tätig sind, meine Damen und Herren. Das wäre dann in der Tat eine Lösung, mit der sich die hier auftuenden Schieflagen vermieden werden könnten und in der auch die Verbraucher sich nicht hinters Licht geführt, sondern fair behandelt fühlen würden. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist für die Fraktion Die Linke die Kollegin Simone Barrientos. Und Simone Barrientos ist Sprecherin für Kulturpolitik der Linksfraktion. Und muss noch kurz warten, bis das Pult wie nach jedem Redner, nach jeder Rednerin desinfiziert wurde. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, im Moment erreichen uns und auch meine Kolleginnen und Kollegen wirklich im Minutentakt quasi Hilferufe aus der Kultur-, Medien- und Kreativbranche. Den Versprechungen der Bundesregierung, dass niemand vergessen werden wird, folgten Maßnahmen, die sich jetzt zu Teilen als ungeeignet und unzureichend herausgestellt haben. Entstanden ist ein undurchschaubarer Flickenteppich von Bundes- und Ländermaßnahmen. Verunsicherung und auch Ungerechtigkeiten sind die Folge. Wir können mit den Kulturschaffenden nicht russisch Roulette spielen. Es darf nicht Glückssache sein, dass man was kriegt. Die einzige Antwort in dieser Sitzungswoche aus der Koalition ist der Entwurf zur Gutscheinregelung. Dass wir hier trotzdem eine Debatte führen zur Lage der Kreativen, das ist der demokratischen Opposition zu danken, die Anträge dazugelegt hat. Wir als Linke fordern in unseren Anträgen die Corona-Hilfe an die Lebens- und Arbeitswirklichkeit der Kulturschaffenden anzupassen und Medienvielfalt und Journalismus zu schützen. Wir orientieren uns mit unseren Forderungen an denen der Betroffenen. Die sind die Expertinnen. Die Verbände aller Sparten, allen voran der Deutsche Kulturrat, belegen ihre Forderungen mit Zahlen, mit Fallbeispielen, mit Fakten. Sie belegen, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft eben nicht eine Branche wie jeder andere ist. Die betroffenen Künstlerinnen und Künstler, aber auch zum Beispiel Schausteller, Vermieterinnen von Veranstaltungstechnik, Kunsthandwerkerinnen, Journalistinnen und Journalisten selbst, Solo-Selbstständige jeder Couleur, alle, die in irgendeiner Form davon leben, dass Veranstaltungen, ob in Clubs, in Theatern, in soziokulturellen Zentren, dass Märkte, Festivals, Stadtfeste und so weiter und so fort stattfinden. Sie alle waren die Ersten, die von den notwendigen Einschränkungen wegen der Pandemie betroffen waren. Und sie werden vermutlich die Letzten sein, für die es eine Normalisierung geben wird. Es kann aber nicht sein, dass die Letzten die Hunde beißen. Es kann nicht sein, dass sie in der Grundsicherung landen. Und da sind wir uns erfreulicherweise sehr einig. Das hat sich heute im Kulturausschuss gezeigt. Natürlich braucht es auch geeignete Maßnahmen zum Erhalt der kulturellen Infrastruktur. Kredite und Stundungen sind nachweislich zu oft nicht geeignet. Aber jede verlorene Spielstätte bedeutet, dass es langfristig weniger Arbeitsmöglichkeiten für Künstlerinnen und Künstler gibt. Und ja, Kultur ist systemrelevant, Medien sind systemrelevant. Das Problem aber, dass ausgerechnet diese Gruppe, die so besondere demokratierelevante Arbeit leistet, nach kürzester Zeit am Limit ist, dieses Problem ist systemimmanent. Der Fehler liegt im System. Kulturforderung nimmt immer schon die Selbstausbeutung der Kulturschaffenden billigend in Kauf. Es braucht Vergabekriterien, die soziale Aspekte beinhalten. Wir brauchen Lösungen für die soziale Absicherung von Soloselbstständigen. Wir brauchen Mindesthonorare und Mindestgagen. Die Branche braucht nicht nur Applaus, sie verdient Respekt. Es liegen viele wirklich gute Vorschläge auf dem Tisch. Wir werden die im Ausschuss diskutieren. Bitte nehmen Sie die nicht nur zur Kenntnis, bitte machen Sie was draus. Vielen Dank. Sagt Simone Barrientos. Ja, nicht nur der Gesetzentwurf der Bundesregierung wird nämlich hier diskutiert, sondern auch noch vier Anträge von der FDP und jeweils zwei von der Linksfraktion und von den Grünen. Und für die Grünen spricht jetzt auch Tabea Rösner, die Sprecherin für Verbraucherschutz ihrer Fraktion.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, Kultur, Sport, Freizeiteinrichtungen geht es gerade ziemlich schlecht. Keine Veranstaltung, keine Einnahmen. Viele Ticketinhaber unterstützen deshalb bereits jetzt ihr Festival, ihr Theater oder ihren Marathonveranstalter, indem sie einen Gutschein statt einer Rückerstattung des Ticketpreises akzeptieren oder sogar ganz auf ihren Anspruch verzichten. So bekunden sie ihre Solidarität. Und das ist toll. Und diese Freiwilligkeit sollten wir auch unterstützen. Die Koalition will aber alle Menschen verpflichten, Gutscheine anzunehmen. Das wird der individuellen Situation von Verbrauchern und Unternehmen nicht gerecht. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher sind auch hart von der Krise getroffen und auf jeden Euro angewiesen. In Ihrem Gesetzentwurf sehen Sie zwar eine Härtefallklausel vor, wenn die Annahme eines Gutscheins für Verbraucher unzumutbar ist. Was aber ist unzumutbar? Das ist total unklar. Daher brauchen wir Regelbeispiele von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit Betroffene. SchülerInnen, Studierende oder Azubis müssen zum Beispiel pauschal ausgenommen werden, denn die brauchen ebenfalls unsere Unterstützung. Und was ist, wenn das Unternehmen pleite geht? Dann ist der Gutschein wertlos. Deshalb müssen Sie diese Zwangsgutscheine gegen Insolvenz absichern. Die Rettung der Unternehmen darf nicht einseitig auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher gehen. Sie unterscheiden auch nicht nach Art und Größe des Veranstalters. So besteht natürlich die Gefahr, dass alle Unternehmen, egal ob groß oder klein, ihre Kunden mit Gutscheinen abspeisen, unabhängig davon, ob dies für das Überleben des Unternehmens notwendig ist. Daher sollten doch nur die Unternehmen unter die Regelung fallen, die wirklich nicht in der Lage sind, Erstattungsansprüche auszuzahlen. Wir halten freiwillige Lösungen für den besseren Weg. Um es mit den Worten einer Betroffenen aus der Clubszene zu sagen, Zitat, Gutscheinpflicht ist Mist. Wir brauchen also statt eines zinslosen Zwangskredits ausgewogene und gerechte Lösungen. Das ist Ihr Vorschlag nicht. Im Gegenteil, die geplante Regelung könnte sogar nach hinten losgehen. Wenn nämlich die Kultur- und Sportinteressierten in Zukunft beim Kauf von Tickets zurückhaltend sind. Das fürchten übrigens auch viele Veranstalter. Ein verlorenes Vertrauen wäre langfristig ein weitaus größerer Schaden für die Branche, und den gilt es wirklich dringend abzuwenden. Wir Grüne wollen die vielfältige Kulturlandschaft natürlich auch retten. Deshalb fordern wir einen Kulturrettungsfonds, der mit Direktzahlungen Kulturschaffende und VeranstalterInnen zielgenau unterstützt. Kredite gehen an der Lebensrealität der Branche vorbei. Und es ist unverzeihlich, wie wenig Engagement die Kulturstaatsministerin bei direkten Hilfen für Kultureinrichtungen zeigt. Unsere Vorschläge anzunehmen, das wäre der erste Schritt in die richtige Richtung. Machen Sie diesen Schritt, Frau Staatsministerin. Lassen Sie uns also an Lösungen arbeiten, mit denen wir gerecht, gemeinsam und solidarisch diese Krise bewältigen können. Vielen Dank. Tabea Rösner war das hier vor dem doch recht leeren Plenum, wenn Sie schon hingeschaut haben. Es gibt auch auf vielen Sitzen Anweisungen, dass man sich dort nicht hinsetzen soll. Da sind dann Blätter raufgelegt. Nun die nächste Rednerin, Elisabeth Motschmann, Sprecherin für Kultur und Medien, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst ein ganz großer Dank. Wirtschaftspolitiker, Justiz- und Verbraucherschützer haben mit den Kulturpolitikern gemeinsam diese Lösung gefunden mit den Gutscheinen. Und das ist gut so. Danke. Im Kulturbereich, auch das will ich ausdrücklich sagen, war es Monika Grütters, die an der Spitze all die vielen Hilfsmöglichkeiten für Kulturschaffende erkämpft hat. Und das bereitet ihr inzwischen schlaflose Nächte. Dass sie nicht kämpft, liebe Frau Rösner, das stimmt nicht.
Die Lösung, die wir gefunden haben mit den Gutscheinen, stabilisiert die vielen Veranstalter, insbesondere, und das liegt mir am Herzen, die kleineren Kultur- und Konzertveranstalter. Wir rechnen übrigens inzwischen, ich habe vorhin noch mal mit dem Chef des Verbandes der Veranstalter gesprochen, mit 160.000 ausgefallenen Veranstaltungen, und wir reden über 4 Milliarden Schaden. Das muss man erst mal verkraften. Bis Ende 2021 können nun diese Konzerte oder Veranstaltungen, wo auch immer, nachgeholt werden. Erst wenn das nicht klappt, müssen die bereits gekauften Karten zurückerstattet werden. Das setzt allerdings voraus, und das ist wichtig, dass diejenigen, die auf der Bühne stehen, auch über die Runden kommen in dieser schwierigen Zeit. Es ist gut, dass die Künstlerinnen und Künstler in den Corona-Hilfspaketen berücksichtigt wurden. Alles keine Selbstverständlichkeit und doch so wichtig. In staatlichen Kulturinstitutionen greift das Instrument der Kurzarbeit. Davon träumen manche selbstständige Künstler. Für die Solo-Selbstständigen haben wir ein Sozialschutzpaket auf den Weg gebracht. Auch das hilft. Aber das ganz große Problem ist für uns, dass nur ein kleiner Teil aus der Kulturszene von dem Programm der Solo-Selbstständigen profitiert. Das ist das Problem. Künstler haben in der Regel keine Betriebskosten. Künstler haben großes Talent. Die wenigsten haben aber Probenräume, Studios oder Mitarbeiter. Und Reisekosten aktuell erst recht nicht. Das hat dramatische Folgen. Ich will Ihnen eine mal benennen. Viele freie Orchester sind ohne ihre selbstständigen Musiker ernsthaft bedroht. Ich rede über die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, das Freiburger Barockorchester, das Ensemble Modern in Frankfurt, das Mahler Chamber Orchester. Ihr kennt sie alle, Botschafter in der Welt. Ihren Musikern und vielen anderen Künstlern bleibt zurzeit nur der erleichterte Zugang zur Grundsicherung. Keine Bühnen, kein Auftritt, keine Gagen. Das bedeutet 100% Einnahmeausfall. Und das mindestens bis zum 31. August, wahrscheinlich ja schon länger. Wir sprechen hier von Existenzen vieler Musiker, Schauspieler, Sänger, Filmschaffender, Bühnentechniker und Kreativen. Natürlich freuen wir uns über die Programme der einzelnen Bundesländer. Ich appelliere aber, die zusätzlich gekommen sind, ich appelliere aber an die Kulturministerkonferenz, einheitliche Hilfe statt Förderflickenteppich. Bayern ist ein gutes Beispiel. Hier gibt es zusätzlich für die Künstler monatlich 1.000 Euro für 3 Monate. Großartig, ihr könnt mal von Bayern lernen. Das ist natürlich richtig. ARD und ZDF haben Liquiditätshilfen für Filmproduzenten bereitgestellt. Aber da geht noch mehr im Hinblick auf Ausfallhonorare. Und Ausfallhonorare könnten übrigens für die vielen Kirchenkonzerte, hat noch niemand drüber geredet, von den Kirchen bezahlt werden. Da ist die Kirchensteuer gut aufgehoben. Alle Maßnahmen und Programme, ich höre auf, Herr Präsident, müssen wir weiter überprüfen und nachschärfen. Das hat die Staatsministerin versprochen, und das tut sie auch. Unsere lebendige Kulturlandschaft müssen wir erhalten. Die Kreativität unserer Künstler erfordert jetzt politische Kreativität. Kultur ist ein entscheidender Standortfaktor. In dieser Zeit des Kulturverzichts, unter dem wir alle leiden, wird deutlich, wie systemrelevant unsere Kultur in unserem Land ist. Vielen Dank. Sagt Elisabeth Motschmann, die Sprecherin für Kultur und Medien. Allerdings geht es bei diesen Gutscheinen nun nicht nur um Konzerte, sondern zum Beispiel auch um Schwimmbäder oder Fitnessstudios. Vorletzter Redner ist jetzt Martin Rabanus von der SPD-Fraktion. Er ist ebenfalls Sprecher für Kultur und Medien. Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, ich kann da weitermachen, wo Frau Motschmann aufgehört hat. Tatsächlich, Kunst, Kultur und Medien sind systemrelevant. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Kultur- und Medienschaffenden gut durch diese Krise
kommen. Und wir müssen dafür sorgen, dass die kulturelle Infrastruktur in unserem Land nicht kaputt geht. Und die Debatte heute zeigt, das ist die gute Nachricht, das ist uns allen hier im Hause klar. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf setzen wir einen weiteren Baustein gegen die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie, gerade auch im Bereich der Kultur. Die Erlaubnis, die Gutscheine für bereits gekaufte Tickets auszugeben, gibt den Veranstaltern ein Stück weit Sicherheit, Planungssicherheit, Liquidität. Das ist gut so. Aber genauso gut ist es, das ist von vielen benannt worden, dass auch die Verbraucherrechte gewahrt bleiben dadurch, dass eben eine Erstattung gemacht werden muss, wenn das der persönlichen Lebenssituation auch geschuldet ist. Diese Lösung ergänzt Programme und Hilfen, die wir bereits beschlossen haben. Und ich will das gerade in der Debatte um die Kulturpolitik noch einmal benennen. Natürlich kommen auch die Corona-Soforthilfen, die mit Zuschüssen für Soloselbstständige und kleinen Unternehmen helfen, der Kultur zugute. Natürlich ist es auch so, dass die Ausweitung des Kurzarbeitergelds, die Liquiditätshilfen auf Darlehensbasis und andere Maßnahmen auch den Kulturbetrieben nutzen. Und natürlich ist es auch so, dass der erleichterte Zugang zur Grundsicherung ja de facto zu einer Art Corona-Grundeinkommen auch für Kulturschaffende wirkt. Aber wir haben von Anfang an gesagt, wir werden die Maßnahmen überprüfen und zu evaluieren haben und wir werden immer wieder nachzuschärfen haben, dort, wo es nötig ist. Ich will da auch zwei, drei Beispiele nennen. Das eine ist das bereits benannte Programm für Soloselbstständige. Kulturschaffende sind formal ganz oft keine Soloselbstständigen und sind doch in durchaus vergleichbaren Lebenssituationen. Ich glaube, dass es wichtig ist, klarzustellen, dass sie und in welchem Umfang auch Kulturschaffende Möglichkeiten haben, von diesem Programm zu partizipieren. Ein zweiter Punkt, Kulturschaffende, das hat Kollegin Barrientos mit angedeutet, sind ganz oft nicht in Regelarbeitsverhältnissen, sondern in ganz unterschiedlichen Beschäftigungssituationen, unständige Beschäftigte und stetige Beschäftigungsverhältnisse mit schlechten, unzureichenden, nicht gut ausgebauten sozialen Sicherungssystemen. Corona ist dafür nicht der Grund, aber es wird mit aller Deutlichkeit klar, dass wir hier an dieser Stelle auch Dinge zu organisieren und neu zu organisieren haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind nur zwei Punkte von denjenigen, die uns beschäftigen und die uns in den vergangenen Wochen beschäftigt haben und uns in den nächsten Wochen weiter intensiv beschäftigen. Das Wichtige ist, Kulturschaffende in Deutschland können sich sicher sein, dass die SPD-Bundestagsfraktion, dass diese Koalition die Kulturschaffenden und die Kultur in Deutschland nicht aus dem Blick verliert. Herzlichen Dank. Der letzte Redner in dieser Debatte ist nun Volker Ulrich von der CDU-CSU-Fraktion. Er sitzt im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz und wird jetzt hier die Debatte über Hilfen für Kultur und Veranstalter abschließen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir weder im Konzertsaal noch im Kino oder in der Oper Kunst und Kultur genießen können, merken wir erst, was fehlt. Und auch wenn viele Künstlerinnen und Künstler durch Videostreams und andere Formate tollen Ersatz schaffen, so merken wir doch, dass das unmittelbare Erfahren des Wirkens von Kulturschaffenden durch nichts zu ersetzen ist. Und deswegen müssen wir als Kulturnation auch Künstlerinnen und Künstlern, Veranstaltern, Sportvereinen unter die Arme greifen. Und das, was wir heute vorschlagen als kulturelles Rettungspaket, ist sicherlich juristisch keine leichte Kost. Im bürgerlichen Gesetzbuch gilt der Grundsatz, dass wenn eine Leistung unmöglich gemacht wird oder unmöglich ist, dass Wertersatz in Geld zu leisten ist. Aber wir müssen auch sehen, dass wir im Augenblick gerade für die Kultur- und Veranstaltungsszene eigentlich die Figur des Wegfalls der Geschäftsgrundlage im gesellschaftlichen Maßstab haben. Und vor dem Hintergrund, dass übrigens anders als im auch diskutierten Urlaubsbereich es hier um eher mittelgroße Beträge geht, 30, 40, 80, 120 Euro, es vielleicht im Ergebnis zumutbar ist, dass überall dort, wo es möglich ist, auch Kulturschaffende im Augenblick
Gutscheine ausreichen, weil wir damit die Liquidität und damit die Existenzgrundlage der Kulturschaffenden retten möchten. Weil im Augenblick es nicht möglich ist, dass Kulturschaffende durch Einnahmen das leisten können, was sie an Geldern bezahlen müssen für ausgefallene Veranstaltungen. Und im Augenblick noch nicht absehbar ist, wann es wieder weitergeht. Und deswegen wird jeder, der einen Gutschein in Anspruch nimmt, auch ein Stück weit dazu beitragen, dass wir diese vielfältige kulturelle und sportliche Landschaft in Deutschland erhalten können. Klar ist aber auch, dass dieser Eingriff in die Vertragsfreiheit beschränkt sein muss und dass er von uns auch gut begründet werden muss. Und das bedeutet auch, dass wir ganz strenge Voraussetzungen rechtlich an diese Gutscheinlösung anlegen müssen. Und es bedeutet für mich erstens, dass diese Lösung natürlich zeitlich befristet sein muss. Und zweitens müsste es sich um typischerweise kleinere und mittlere Beträge handeln. Und klar muss auch sein, dass wir eine taugliche Härtefallregelung brauchen. Dass nicht jeder Veranstalter mit dem Einwand, das sei ja gar kein Härtefall, die Zahlung verweigern kann, sondern dass gerade für die Menschen, die auch kleine Beträge jetzt brauchen, dass sie diese auch bekommen. Und letztlich muss auch klar sein, dass wir eine Art Insolvenzschutz brauchen, weil es niemandem geholfen ist, wenn am Ende des Tages auch der Gutschein ausfällt. Ich glaube, da brauchen wir auch eine pragmatische gesamtwirtschaftliche Lösung. Insgesamt ist wichtig, dass wir mit diesem Gesetz klar und deutlich machen, dass wir auch in der Krise eine Kulturnation sind und eine solche bleiben werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor, deshalb schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 18.697, 18.223. Also der Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann liest gerade vor, wie die verschiedenen Anträge und der Gesetzentwurf überwiesen werden, denn die werden jetzt ja noch in den Ausschüssen beraten.